Meine Damen und Herren, willkommen beim Scheibenwischer TV. Der Grosse Rat vom Kanton Bern hat kürzlich einem neuen Gesetz betreffend Motorfahrzeugbesteuerung zugestimmt. Der Vorschlag ist vom Departement Käser, also von einem Bürgerlichen, gekommen. Der Vorschlag sieht Strafsteuern vor für Fahrzeuge von der höheren Energieklasse. Und eine angebliche Begünstigung von Fahrzeugen, die relativ verbrauchsgünstig sind. Während dem aber die Strafsteuer dauernd während der ganzen Lebensdauer von diesen Fahrzeugen gilt, ist die Vergünstigung, die gewährt wird, nur gerade begrenzte Zeit gültig. Gegen das hat ein Garagist aus Alswil, der Hannes Flückiger, die Initiativen ergriffen und einen Volksvorschlag eingereicht. Mit 26'000 Unterschriften ist der Volksvorschlag am Freitag, 16. April 2010, der Berner Staatskanzlei übergeben worden. Das wäre an sich nicht besonders erwähnenswert, wenn es nicht so einer gewaltigen Show gekommen wäre von der SVP vom Kanton Bern. Die SVP probiert einmal mehr, den Erfolg, den der Garagist erreicht hat, als ich zu reissen und als ihre darzustellen. Meine Damen und Herren, das ist eine Unverschämtheit von der SVP, denn Folgendes ist im Grossen Rat passiert. Der Präsident von der vorberatenden Kommission war ein SVP-Mitglied. Der Präsident hat sich im Grossen Rat mit Vehemenz, ja sogar mit Herzblut, für das neue Gesetz eingesetzt. Und am Schluss hat er an den Rat appelliert, man solle doch dem Gesetz mit grosser Mehrheit zustimmen. Jetzt will er und seine Kumpane nichts mehr von dem wissen. Von 30 SVP-Grossräten haben nämlich 26 für das Gesetz gestimmt, 3 waren dagegen und einer hat sich die Stimme enthalten. Das üble Spiel von der SVP, sich in gemachte Betten zu legen und Erfolg von anderen als ihre auszulegen, das hat System. Es ist schon mehrere Mal passiert, auch bei eidgenössischen Volksabstimmungen. Nehmen wir nur ein Beispiel. Das war die Volksinitiative zur lebenslänglichen Verwahrung von nicht therapierbaren Sexualstraftätern. Das sind ja zwei Frauen aus dem Rheintal, die die Initiative lanciert haben. Und als sie im Nationalrat um Hilfe versucht haben, war nicht ein Parlamentarier bereit, die Damen zu unterstützen, außer deinen, und das ist der Sprechende. Sie haben dann die Initiative gleich lanciert. Es war sehr schwer, Unterschriften zu sammeln und man musste befürchten, dass die Initiative nicht zustande kommt. Die beiden Damen sind hier auch an die SVP, an Spitzenleute von der SVP Schweiz gelangt und haben um Unterstützung gebeten. Passiert von der Seite von SVP ist gar nichts. Und dann ist wieder so ein Triebmord passiert und von dann an sind die Unterschriften massenweise reingekommen und darum ist die Initiative auch zustande gekommen. Auch dort hat die SVP erst da, wo die Arbeit gemacht war, die Initiative als ihre Idee, als ihre Initiative ausgegeben. Das ist politisches Spiel, werden Sie jetzt sagen. Wir wissen gar nicht, was es da zu jammern gibt. Meine Damen und Herren, zu jammern gibt es nichts. Es gilt nur darauf aufmerksam zu machen, dass die Arbeit, effektive Arbeit, nicht von den grossen Parteien gemacht wird, sondern dass es immer noch Einzelpersonen, kleine Parteien braucht, die Themen aufreissen, die etwas in Gang bringen. Und wenn das nachher von einer grossen Partei übernommen wird und entsprechend vertreten, ist an sich dagegen nichts einzuwenden. Aber denken Sie daran, SVP wählen ist schön und gut und recht, aber die eigentlich die Sache ins Laufen und ins Rollen bringen, das ist unter anderem eben auch die Autopartei, nebst den Privatpersonen wie der Hannes Flückiger aus Alswil oder die beiden Frauen mit der Triebtäterinitiative aus dem Rheintal. Das gehört eben auch zum politischen Spiel von der Schweiz. Kleine Parteien, Einzelpersonen sind Salz in der Suppe und sie wissen, in jeder Suppe braucht Salz, sonst ist sie fad. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.